Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Es stürmt zwar draußen, es regnet draußen, das macht uns alles aber nichts aus. Wir haben uns trotzdem frische Luft geschnappt, sind ein bisschen in der Natur gewesen, im Garten und im Wald und an Wegrändern, haben einige Sachen gesammelt, weil wir wollen gerne dieses Windlicht ganz natürlich fertig machen mit Naturprodukten und um den gewissen Pep zu bringen, schon mit einer Lichterkette. Und ich zeige euch erstmal, welche Materialien wir so gesammelt haben. Hier habe ich Sedum aus dem Garten, Hortensien aus dem Garten, Hagebutten haben wir gesammelt am Wegrand, Frischmoos haben wir jetzt nicht gesammelt und auch nicht den Pinholder und Klebekit. Dann haben wir hier einmal Esskastanien, einfach die Höhlen. Hier habe ich einfach ein bisschen Laub gesammelt, ein Ast. Und ja, das habe ich am Wegrand gefunden. Ich weiß es nicht genau. Plus die Lichterkette. Ne? Die ist für innen und außen. Und das Windlicht darf natürlich nicht fehlen. Heutzutage sieht man sehr oft, dass man einfach eine schöne dicke Stumpenkerze reinmacht. Ein paar Kastanien drumherum. Das war mir aber eine Nummer zu einfach, um euch das zu zeigen, weil ich glaube, das kriegt ihr alles selber hin. Mir schwirrt da was im Kopf und ihr begleitet mich einfach, wie wir das einfach kreativ fertig machen. Ich habe jetzt hier Frischmoosi genommen. Man könnte allerdings auch Trockenmoosi nehmen. Ich finde aber, dass sich Frischmoosi immer so ein bisschen einfacher verarbeiten lässt. Und der Kameramann verzieht den Kopf. Er kann das Geräusch nämlich nicht so gut haben. Apropos Kameramann, der kommt wirklich noch dran. Momentan haben wir aber irgendwie noch keine Zeit gefunden oder besser gesagt noch keinen gefunden, der filmen kann. Wir werden das jetzt mal testen, ob meine Mama das machen kann oder halt mein Bruder, weil es ist doch noch so vom Kraftaufwand recht schwierig. So, jetzt mache ich den Pinholder. Da habe ich jetzt so ein Klebekit dran gemacht. Das kann man einfach beim Floristenfachhandel bekommen. Das habe ich da hineingesetzt, um einfach ein bisschen Haltbarkeit reinzubekommen für die Steckmasse, dass sie nicht von A nach B rutscht. Jetzt starte ich allerdings erst von unten herab, um so ein bisschen den Boden zu bedecken. Und das mache ich einfach mit ein bisschen Laub. Und dann setze ich da einfach so eine Kastanie mit hinein, weil da werden wir nachher nicht mehr so gut drankommen. Und dann ist es immer ein bisschen einfacher, um das vorab zu machen. Ein paar Hagebutten werden wir auch noch ein paar dazwischen setzen und füllen die Geschichte. Und wie gesagt, die Natur, die gibt momentan so viel her, dass es richtig Spaß macht, um mit diesen Naturmaterialien Sachen zu kreieren und auch diese leuchtenden Farben, das ist einfach nur herrlich. Und wir waren schon am Denken, wann läuten wir denn langsam Weihnachten ein? Eure Frage an euch, also wir haben jetzt schon eine Lichterkette mitgebracht. Möchtet ihr schon Weihnachtsvideos sehen oder sagt ihr, nee Marion, lieber erst den Herbst, weil dann würde ich erst noch ein paar Herbstvideos drehen. Und ansonsten würde ich schon langsam starten, ein paar Weihnachtsvideos zu drehen. It's all on you. You can choose. Oder halt so ein bisschen Mix finde ich auch immer ganz schön. Das muss ja nicht immer sofort ganz adventlich und weihnachtlich sein. Das müssen ja nicht sofort Adventsgestecke sein. Aber vielleicht so, eine Kombo. Ich meine, jetzt nutze ich ja auch eine Lichterkette. Ist halt auch so ein bisschen gemixt. Ja, jetzt nochmal dazu, was ich jetzt genau mache. Ich habe jetzt diese Hagebutten so ein bisschen verteilt, pieke die hier und da nochmal ein bisschen rein, damit es ein bisschen 3D gibt. Die Kastanien habe ich verteilt und dann hat man eigentlich schon eine ganz schöne Basis. Ja, dann werde ich diese Hortensie nehmen. Die ist auch so leicht angetrocknet, hat dadurch eine sehr dunkle Farbe gekriegt, sehr schön. Und die pieke ich einfach so ein bisschen seitlich rein. Und das verdeckt dann nochmal die Steckmasse und auch den Sedum kann ich dafür sehr schön nehmen. Und das werde ich jetzt einfach ein bisschen hier und da verteilen. So, ich habe das jetzt soweit gefüllt. Dafür habe ich die Frischmoosi-Masse allerdings noch einmal rausgenommen. Jetzt will ich euch nochmal einmal einen Trick zeigen. Dafür komme ich mal einmal drum rum. Damit ihr das auch seht, ich schneide einfach die Hortensie klein und die lässt sich sehr schlecht hineinstecken. Nicht so tief auf jeden Fall. Jetzt setze ich die trotzdem hinein, setze den Fingerrücken, Messerrücken da hinein und drücke das einfach hinein. Et voilà, ist die Hortensie drin. Weil wenn die Stiele so halb fest sind, sind sie halb, warte, ich komme mal eben wieder zurück.
halb fest und es ist wirklich ein bisschen schwierig, um das in diese Frischmosi-Masse hineinzustecken. Und das ist eigentlich ein ganz toller Trick, da die Hortensia sowieso schon eingetrocknet ist und so auch nicht verletzt wird. So, dann haben wir eigentlich schon eine sehr schöne Basis kreiert, meiner Meinung nach. Jetzt möchte ich ein bisschen Höhe kreieren. Dafür, ich weiß gar nicht, was dies hier ist, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es einfach sehr schön, das war am Straßenrand. Es gibt eine gewisse Luftigkeit nach oben hinein. Das werde ich jetzt einfach hineinsetzen. Wenn ihr sowas nicht bekommen könnt oder nicht finden könnt, nehmt einfach irgendwie die getrockneten Gräser oder die Gräser aus dem Garten. Also ich finde, die Natur hat wirklich genug zu bieten, was man alles nehmen kann. Ich habe noch so einen Holzstumpen wie hier. Den lege ich da auch einfach noch rein. Also eigentlich wird jetzt dekoriert. Und die Lichterkette werden wir dann nachher von oben hineinsetzen. Die Hagebuttenäste oder die Hagebutten, die setze ich so ein bisschen nach oben, um da ein bisschen Höhe reinzukriegen. Das ist jetzt so ein getrockneter Ahorn. Den habe ich jetzt aus dem Garten geschnitten. Auch in dieser Form und Farbe finde ich das ganz cool. Setze ich da auch einfach mit hinein, dass es halt so ein kleines Stillleben wird. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Prachtstück schließen können. Das passt. Und man sieht, man hat ein ganz natürliches Stillleben. Jetzt fehlt mir persönlich noch ein bisschen die Beleuchtung. Dafür habe ich schon die erste Lichterkette aus dem Laden genommen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Ich will sie eigentlich nur so ein bisschen reindrehen, damit es so ein bisschen beleuchtet ist. Dafür öffne ich die Geschichte noch ein bisschen, schwinge die Geschichte dann noch so ein bisschen durch. Ich hoffe, das geht. Meine Kreation. Gut, dass man die Geschichte gleich wieder schließen kann. So. Ach, eigentlich finde ich das so ganz süß. Man könnte die jetzt auch alle noch auseinandernehmen. Ich komme mal einmal kurz rum. Doch, ich finde das schön so. Ja, das passt. Können wir es noch schließen? Jetzt nicht mehr, das ist irgendwie ein Stock dazwischen. Ja, jetzt lässt es sich wieder schließen, das wirklich. Et voilà, dann ist die Geschichte eigentlich schon ganz schön fertig. Jetzt habe ich natürlich diese Batterie, dieses Kabel noch. Das sieht ein bisschen blöd aus, das werde ich jetzt, Entschuldigung, Martin, Kameramann, der muss mich immer darauf hinweisen. Also wenn ich arbeite, dann arbeite ich auch manchmal ein bisschen mit mir selber. Ja, ich werde dies hier dran befestigen und das sieht jetzt so ein bisschen usselig aus. Dann befestige ich da einfach nochmal so ein Blatt dran, damit man es einfach ein bisschen besser an- und ausmachen kann. Und dann kommt noch so eine Hagebutte dran und dann glaube ich, dass es ganz nett aussieht. Das werde ich gleich einfach nochmal mit einem Draht befestigen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Windlicht und ich hoffe, es motiviert euch, noch immer an der Herbstdeko beizubleiben, ab in die Natur zu gehen und tolle Sachen zu kreieren, solange der Vorrat reicht und solange der Herbst es noch herbringt. Ich finde es ganz toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende. Und ja, ich sag nur, bis denn. Tschüss. Ja, ihr seid ja noch da. Ich habe jetzt die Lichterkette so ein bisschen feiner gemacht, damit das nicht in so einem Strang runterkommt. Ich hoffe, euch gefällt's. Und falls ihr noch mehr davon sehen möchtet, könnt ihr einfach hier unten auf den Videos klippen und hier oben auf Abo, falls ihr mich nochmal wiedersehen und ich nicht vorher mich selber erschlage.